So, ihr Lieben, und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Ja, die erste Aufnahme nach Ostern und meinem Kampf auf Leben und Tod gegen die gefährliche Grippe. Beim letzten Mal haben wir uns hier einen Wolf gesucht nach Emily. Und dabei habe ich mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich weiß, ich weiß. Wir sind ein bisschen angeschlagen, fällt mir gerade ein, oder auf. Gesundheit ist ein bisschen im Keller. Können wir da was tun? Oh, da sehe ich Konserven. Die können wir uns immer reinpfeifen. Naja, eine. So viel heilt das nicht. Ach, wir werden es überleben. Wir sprechen jetzt mal mit Martin und dem guten Admiral. Ich habe euch ja lange genug zappeln lassen. Wo sind die beiden? Ach, die sind oben, natürlich. Wo waren die Treppen? Treppen, Treppen. Hier gibt's auch Treppen. Und sie scheinen sogar zum Ziel zu führen. Halleluja. Klopf, klopf. Die Avon-Beraterin. Ah ja, ich sehe schon. Die Herren haben Bedarf nach feinster Kosmetik. Convoy, es ist soweit. Alles, was wir getan haben, alles, was Sie getan haben, führte uns letztendlich zu diesem Moment. Der Lord Regent ist bloßgestellt, Corvo. Verwundbar. Und alles ist bereit, um ihn anzugreifen. Wir sind einen Schritt vom Thron entfernt. Ein Mann, ein schlagendes Herz. Das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die Stadt an den Rand des Untergangs brachten. Es ist einfach, aber bei weitem nicht leicht. Die Paranoia des Lord Regenten ist so groß wie nie zuvor. Er hat die Unterstützung der Aufseher, des Parlaments und seiner Geldgeber verloren. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hat. Jetzt hat er im Dunwall Tower jeden noch verbliebenen loyalen Mann versammelt. Er weiß, dass etwas auf ihn zukommt. Er weiß, dass Sie es sind. Alles hängt davon ab, dass er recht hat. Pierrot hilft Ihnen bei den Vorbereitungen. Dann bringt Samuel Sie dicht an den Tower an das Wasserschloss. Als Sie das letzte Mal dort waren, war der schreckliche Tag, an dem alles begann. Nun gehen Sie dorthin, um alles zu beenden. Viel Glück, Corvo. Ich weiß nicht, was wir sonst noch sagen könnten. Außer, dass unsere Hoffnungen mit Ihnen gehen. So, so, der Lord Regent ist also in die Enge getrieben. Das ging eigentlich fast schon zu leicht und schneller als erwartet. Aber mal schauen, ich will den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Was liegt da denn? Ah, eine Karte vom Dunwall Tower. Ja gut, die ist ein bisschen nichtssagend, oder? Ja, erster, zweiter, dritter Stock. Das sagt mir alles herzlich wenig. Ich bin leider... Sie sind weit gekommen, Corvo. Wir sind fast am Ziel. Ja, ich bin leider kein professioneller Einbrecher. Dem würde so eine Karte wahrscheinlich mehr helfen. Gut, finden wir hier vielleicht irgendwo noch einen Happen zu essen? Ich fürchte ja, unsere Gesundheit wird sich nicht von Zauberhand wiederherstellen, wenn wir auf die Mission gehen. Ach naja, ich baue einfach mal drauf, dass wir es überleben. Mit allen hier haben wir eigentlich schon gesprochen. Das heißt, ich schinde mal keine Zeit. Sollten wir bei Pierrot noch irgendwas kaufen? Ich glaube, wir sind ausgerüstet. Runen haben wir beim letzten Mal eigentlich reichlich hier bekommen. Da brauchen wir uns überhaupt nicht zu beschweren. Das heißt, wir werden zu Samuel gehen. Und unser Ziel ist irgendwo dort drüben. Ich meine, dass da... Nein, falsche Taste. Wo können wir denn zoomen? Hier können wir zoomen. Das da dürfte der Dunwall Tower sein. Dieser freudlose Bau da ist, glaube ich, das Gefängnis von Coldridge, wo wir gestartet sind, ganz, ganz zu Anfang. Und das Ding dürfte der Dunwall Tower sein, wenn ich keinen großen Bullshit erzähle. Okay, dann auf wie geht's, Samuel? Bereit, den Lord Regenten zu treffen? Es wird Zeit, dass wir uns um ihn kümmern. Höchste Zeit. Oh ja, den möchte ich unbedingt treffen. Ich habe noch Platz in meinem Autogrammbuch. Dann geht's los. Maske auf. Die Rückkehr zum Tower.
Es ist an der Zeit, die Herrschaft des Lordregenten zu beenden. Und wenn du erfolgreich bist, kann Emily zur Kaiserin gekrönt werden. Du musst deshalb zum Dunwall Tower zurückkehren und in das Gebäude eindringen, in dem du einst als kaiserlicher Schutzherr gedient hast. Paranoid wie eh und je hat der Lordregent die Sicherheitsmaßnahmen in den letzten Monaten auf irrwitzige Weise verstärkt und verfügt über einen stark gesicherten Schutzraum, in den er fliehen wird, wenn du einen Alarm auslösen solltest. Ah ja. Oh ja, wir sehen so ein bisschen auf dem Bild, dass sich der Dunwall Tower doch schon stark verändert hat. Also diese ganzen Metallkonstruktionen da im Hintergrund, die gab es zu Anfang noch nicht. Ich klicke mal auf Weiter. Da wären wir, Corvo. Ihre letzten Erinnerungen an den Dunwall Tower dürften keine guten sein. Vielleicht machen Sie jetzt wett, was damals passiert ist. Vom Wasserschloss aus wird es eine kleine Kletterpartie. Das Wichtigste ist, den Lordregenten zu töten. Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn Sie mich fragen. Corvo, wenn ich Ihnen schon die große Führung gebe. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen kommen. Könnte interessant sein. Bereit? Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lordregent tot sein. Und wenn nicht, war es eine Ehre, mit ihm zu dienen. Tja, danke schön, mein guter Samir. Da sind wir also wieder. Und dieses Mal werden wir wahrscheinlich nicht per Bötchen hochgehievt. Wir müssen uns selbst einen Weg schaffen. Samuel hat uns da einen kleinen Hinweis gegeben und es wird auch gerade angezeigt. Finde die Sendezentrale. Das merken wir uns mal. So, dann schmeißen wir mal direkt unsere Nachtsicht an und linsen ein bisschen nach Hexenfischen. Aber soweit scheint alles klar zu sein. Da müssen wir uns jetzt also irgendwie hocharbeiten. Aber es sieht ja schon so aus, als wäre das locker machbar. Das ist alles noch kein Problem. So, da ist leider vergittert. Da könnten wir rein. Und da wird uns der Weg sogar mehr oder weniger markiert. Oh, Moment, was ist das denn da? Eine Leiche und Geld, so wie ich das sehe. Nein, das ist ein Knochenartefakt, oder? Oh ja. Und zwei Runen gibt es hier scheinbar noch. Und wir hören auch schon Wachen. Ja, wie kommen wir da drüben an dieses Knochenartefakt ran? Gibt's da gegenüber vielleicht noch so ein... Oh. Da drehen sich die großen Räder von diesem Pumpendings oder was immer das auch sein soll. Ja, wir müssen dran vorbei. Ich glaube, das hilft alles nichts. Da werden wir uns aber dran vorbei beamen, nach Möglichkeit. So. Und nochmal. Ah ja, da sind auch solche Schlitze in den Wänden. Da könnten wir uns vermutlich auf die andere Seite beamen. Allerdings sehe ich da schon wieder ein Rattenrudel. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich möchte hier jetzt keine Granate werfen, um die Ratten loszuwerden. So, das lief doch gut. Der arme Kerl hat's hinter sich. Freedible. Robust Nummer 3 oder 2? Ich habe es nicht genau gesehen. Es war Robust Nummer 2, aber das haben wir schon gar nicht mehr angewählt. Haben wir eigentlich irgendwelche... Nein, wir haben keine Runen. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir uns von unseren ganzen Belohnungsrunen die zweite Stufe der Zeitverlangsamen gekauft. Das könnte uns hier sogar noch nützlich sein. Das Geld nehme ich natürlich auch. Liegt da noch was?
Moment, mit der Nachtsicht sehen wir doch mehr. Da sehe ich vor allem schon so einen Blitzpfeiler. Ja, die Ratten lassen wir Ratten sein. Ja, wir müssen wohl wieder zurück. Und dann weiter nach oben. So, tschö, ihr Ratten. Von wegen tschö, ihr Ratten. Ich weiß immer noch nicht, wie wir weiter nach oben kommen. Hallöchen. Sind wir hier etwa falsch? Da könnte vielleicht was gehen. Da ist eine Tür. Okay. Wurde Erdo wegen Pfeifen degradiert. Der Lordregent fragte, wie man... wo ein Attentäter hören will. Der Hans da ist. Barris, degradiert war nicht sauber. Der Lordregent sagte, der Attentäter riecht in dem Dunkel. Ich werde sie bald degradieren, weil sie zu viel Eden mache. Oh oh. Ich pfeife mir mal zwei Elixiere rein, nehme die Zeit verlangsamen. So, und jetzt können wir hier an dem Blitzdingen entlang. Schnell, schnell, schnell. Und können hier den Walöltank rausholen. Das lief gut. So werden wir von dem Ding nicht mehr gegrillt. Ich hätte es natürlich auch manipulieren können, damit es Feinde zerbrutzelt. Aber ich will ja nicht gemein sein. So, speichern. Genau. Der Hals da ist. Und dann kämpfen wir uns mal nach oben. Hallo, Mana-Elixier. Aha, das sieht nach Dach aus. Boah. Angestellte des Dunwall Towers. Alle Neuzugänge haben sich sofort beim Offizier vom Dienst zu melden. Ich muss sagen, ich bin etwas verwirrt, denn ich glaube, diesen Weg bin ich selbst noch nie wirklich gegangen. Da ist eine Wache, die könnten wir natürlich direkt mal... Hallo? So, komm mal mit. Leg ich dich dahin? Das ist natürlich ziemlich offensichtlich. Egal, wir speichern. Nee, ich glaube, sonst bin ich immer irgendeinen anderen Weg gegangen, oder? Ja, wobei, der Raum hier kommt mir schon wieder bekannter vor. Da schleicht jedenfalls noch eine Wache rum. Zwei Wachen. Gäbe es einen alternativen Weg? Da hoch wahrscheinlich eher nicht so. Moment, kurz. Ja, die Runen sind noch ein ganzes Stück weit weg. Über die brauchen wir uns noch keine Gedanken zu machen. Da ist eine Blitzwand. Ach, das ist der Raum, in dem wir ganz zu Anfang mit dem Boot ankamen. Das heißt, wenn wir hier weiter nach oben geklettert wären, wären wir sowieso hier rausgekommen. Der Hals da ist. Wir könnten ja einen übernehmen von den Kerlchen. Oh, der kommt hierher. Damit täte er uns sogar einen Gefallen. Näher kommst du nicht. Und dein Kumpel auch nicht. Können wir den übernehmen? Können wir. Dann gehen wir mit dem jungen Mann doch direkt mal hier raus, damit wir ihn ausschalten können. Möglichst ohne, dass wir gesehen werden. So. Komm auf unsere starken Arme. Ja, ob der da gesehen wird, ist die Frage.
wir riskieren es einfach mal. In Splinter Cell würde ich die natürlich nie so im Hellen liegen lassen. Oh, da hinten ist gut was los. Da laufen direkt zwei. Aber in dem Raum haben wir nur noch den einen. Wir könnten ja auch mal wieder unseren Schattenangriff böswillig benutzen. Oder auch nicht, denn der geht gerade. Kommen wir da vielleicht irgendwo hoch? So könnten wir die Typen natürlich locker umgehen, aber nee, scheinbar, oder doch? Ist das so gewollt? Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ob der uns sieht? Verdammt, die anderen kommen auch gerade. Warten wir mal kurz. So, komm mal her, du. Dich legen wir mal da hinten hin. Da hatten wir wirklich ein verdammtes Glück, dass der uns nicht gesehen hat. Huch, falsche Taste. Ja, die beiden möchte ich keinesfalls ausschalten. Ich würde viel lieber da oben rauf, auf dieses Dach. Das sieht ja so aus, als wäre da kein Glas. Die Frage ist, kommen wir darauf, ohne uns auf die Nase zu legen, wohlgemerkt? Na, geht da was? Geht da was? Dann müssen wir uns wohl eine bessere Stelle suchen. Oh oh, ich glaube, ich höre einen Stelzenläufer. Jau, den höre ich. Und da dreht sich ein Wachturm. Das macht die Sache auch nicht leichter. Oh, 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 da sind die beiden wieder. Die laufen hier scheinbar fleißig ihre Runden. Ja, der geht wieder. Vielleicht nutze ich dann mal die Chance, hier diesen, dieses Alarmdingens zu manipulieren. So. Solange die keinen Alarm mehr auslösen können, flieht der Lord Regent ja auch nicht. Und jetzt können wir uns mal damit beschäftigen, wie wir auf das Dach da kommen. Ich hoffe mal, wir sind weit genug weg, dass die uns nicht sehen. So, auf die Lampe kommen wir. Oh, unser Mana. Einen kleinen Moment warten. So, so. Hallöchen. Kommen wir zufällig auch darauf? Na komm, kannst mir nicht erzählen, dass das nicht geht. Da geht doch was. Wow. Das war aber haarscharf. Wehe, du fällst jetzt runter, Corvo. Gut. Ob es uns das jetzt so furchtbar leichter macht, ist auch eine andere Sache, denn die Stelzenläufer sind in etwa auf unserer Höhe. Ich speichere nochmal. So. Wo ist er denn, der Böse? Da hinten, und den hören wir so weit. Oh, da ist der Pavillon, auf dem die Kaiserin ermordet wurde. Da unten ist der, der hier so einen Krach macht. Tja, wie überqueren wir am blödesten den Hof? Ich meine tatsächlich, ich bin damals doch einen anderen Weg gegangen. Das kommt mir falsch vor. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Ich tanke mal Mana nach. Kommen wir da vielleicht runter? Der Stelzenläufer ist so ein kleiner Dorn in meinem Äugelein.
die sind natürlich nicht unkaputtbar. Also wenn wir uns gut anstellen, dann sterben die genauso gut wie die andere Wache.